Hallo, der Dominik hier vom PK-Filme.de. Ich bin immer noch auf der Something Roadshow und möchte euch mal die neue Fernbedienung zeigen. Und zwar die hier. Das ist die neue Smart Remote, die bei der ab der 7er Serie im Lieferumfang enthalten sein wird. Immer noch mit einem Mikrofon, eine Austaste, hier eine 1 bis 4 Belegung, die Extras, eine 4 Achsen Tastatur, mit der einen Bestätigungsbutton, einen Zurückbutton, Play-Pause-Button, mit dem man zum Beispiel auch, wenn man länger drauf bleibt, direkt ins Wiedergabemenü kommen kann, zum Beispiel von einem Media Player. Der Home-Button und unten noch Volume und Channel, die mit so kleinen Kipp-Schaltern bedienbar ist. Also wenn man jetzt da nach unten klickt, dann kann man quasi den, kann man schnell hier den Kanal wechseln oder die Lautstärke ändern. Schlechte Nachricht, es wird keine Pointer-Funktion mehr geben. Also wenn ich jetzt hier meine Finger drauf lege, dann gibt es hier keinen Pointer mehr. Man hat quasi nur noch diese vier Achsen oder zwei Achsen mit vier Richtungen, mit der man quasi dann durch das Menü gehen kann, und es wird auch keine Standard-Fernbedienung mit Zahlen mehr geben, die noch immer im Lieferumfang enthalten war. Also wie gesagt, darauf muss man sich jetzt quasi erstmal einstimmen oder beschränken. Es wird noch für die 6er Serie eine abgespeckte Version dieser Fernbedienung geben, aber jetzt schauen wir doch erstmal parallel auch nochmal an, wie das neue Tizen-Betriebssystem aussieht. Ich gehe mal hier in den Home-Menü, da sehen wir gleich, wir sind hier im Live-TV, und man hat quasi jetzt unten seine Auswahlkriterien. Also hier habe ich jetzt Live-TV, dann habe ich eine HD-Setbox, dann habe ich meine Xbox dran, mein Netflix, meine Video on Demand, YouTube, Amazon Video, und darüber quasi kommt gleich die Auswahl von den Titeln, die ich zum Beispiel schon angesehen habe oder die neu sind. Also man muss nicht direkt immer in die App reingehen, um dann zu sehen, okay, jetzt gibt es zum Beispiel eine neue Folge von, The Vampire Diaries oder ähnliches. Man geht dann einfach eins nach oben und kann dann direkt in diesem Untermenü auswählen und könnte dann auch diese hier nutzen. Ganz links neben Live-TV hat man dann auch noch eine Suchenfunktion. Die ganzen Quellen, die sind jetzt auch nicht mehr am oberen Bildschirmrand und über eine eigene Auswahl zu tätigen, sondern die kann man direkt hier auswählen. Auch eins dann quasi eins nach oben gehen, und hier kann ich dann zum Beispiel auch sehen, hier ist der TV, hier ist ein Amazon Fire TV angeschlossen. Das erkennt auch Tizen jetzt ganz automatisch und gibt ein dementsprechendes Symbol vor, und dann muss man es nicht selber benennen. Also dann weiß man gleich, da ist die Xbox dran, da ist meine Setup-Box, da ist mein Sky Receiver dran, und kann dann direkt hier drüber gehen. Und ganz nach links geht man dann in die Einstellungen, die eigentlich hier bekannt sein dürften, die schon mal in Samsung TV hatten. Hier in den Systemeinstellungen kann man dann, oder die Bild- und Toneinstellungen, kann man dann die Feineinstellungen machen. Fernbedienung liegt gut in der Hand. Das ist jetzt kein Touch, sondern das sind schon Druckpunkte, also man muss schon draufdrücken. Jetzt bin ich zum Beispiel etwas länger auf der Play-Taste gewesen, und jetzt haben wir zum Beispiel hier auf der rechten Seite ist gleich das Aufnahme Symbol gekommen, und jetzt kann ich quasi auch meine Aufnahmen starten, wenn ich eine externe Festplatte angeschlossen habe oder ähnliches. Wie schon angesprochen, was ich persönlich jetzt schade finde, es gibt halt wie gesagt keinen Pointer mehr. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich bei Amazon Video frisch anmelde, dann muss ich halt wirklich über diese vier Richtungstasten so jeden Buchstaben einzeln auswählen, oder ich habe vielleicht noch die Möglichkeit über ein Smartphone, wenn ich jetzt angeschlossen habe, dann über eine Tastatur, aber quasi schnell mit so einem Pointer die ganzen Eingaben machen, das ist halt leider nicht mehr da. Das finden viele sehr schade, ist auch der allgemeine, das allgemeine Feedback von so ein paar Leuten, mit denen ich schon gesprochen habe, aber so ist es dann einfach. Gut, hier weitere Informationen auf pkfilme.de oder auf unserer Facebook-Seite oder unserem YouTube-Channel. Bis dann!